Hallo liebe Freunde, wir sind hier gerade in Bremerhaven, und zwar auf den Dächern von Bremerhaven, also ganz weit oben. Wir drehen nämlich gerade mein Musikvideo zu meinem Song Flieg mit mir. Das Video werdet ihr bald sehen, wir werden es bald online stellen und wir machen jetzt gleich weiter, wir haben noch ganz, ganz viel vor uns. Ja, los, Attacke, wir müssen los. Millionen goldene Sterne leuchten nur für uns seit Nacht. Du liegst in meinen Armen. Aber du kannst den Einstieg, den du gerade gemacht hast, noch nicht machen, weil dann liegst du gleich auf der Fresse. Du musst dich mit einem Arm hier draufsetzen und dann kannst du dich hier abstützen. Du legst deine Beine, die ziehst du dann gleich hier hinterher und schiebst sie dann da rein. Ah, okay, verstanden. Hier abstützen? Genau. Okay. Okay. Ziehst die Füße ein. Wunderbar, jetzt machst du es dir bequem. Okay. Kannst du deine Füße da auf die Pedale stellen? Darf ich drauf? Darf ich drauf? Ja, natürlich, kann nichts passieren. Okay. So, hier hast du deine Steuerung letztendlich nachher. Das okay. ganze Flugzeug wird mit einer Hand gesteuert. Da gibt es die Landeklappensteuerung. Okay. Ne? Das heißt also, die kann man hier, zum Beispiel ausfahren. Okay, ne? Krass. Ja. Ja, kannst du mal anprobieren, ob die passen. Meistens nicht das Problem immer zwischen den Kopfhörern. Das ist eine coole Gesangskabine, oder? Können wir als Gesangskabine nutzen. Akustik ist drin, okay. Das ging geil, weil das abgeschaltet ist. Die Tragfläche bricht ab oder irgendetwas passiert, womit du nicht mehr selbstständig fliegen kannst. Okay. Dann kannst du da drin einen Treibsatz lösen und dann wird dieser Deckel weggesprengt und dann kommt eine Rakete raus, die zieht einen Fallschirm hoch und dann hängt der ganze Flieger an Stahlseile am Fallschirm. Siehst du praktisch das ganze Land so mit deinen einzelnen Flugplätzen, zum Beispiel hier hast du letztendlich Bremen, da hast du Hamburg und durch diese entsprechenden Einzeichnungen hier weißt du genau, das ist ein Sperrbereich, da darfst du nicht ohne weiteres reinfliegen. Okay. Und anhand dieser entsprechenden Karte hier, und dann planst du praktisch deinen Flug, weil das eine Vorschrift ist nach VfR, du musst deinen Flug planen und du sagst, du willst jetzt von Bremerhaven, das wäre hier, ja. Willst du zum Köln. Köln. Ab nach Hause. Ab nach Hause, wo ist denn Köln? Lass mal Köln. McDonald's. Was mache ich? Ich spiele seine Geliebte. Sie ist praktisch meine beste Hälfte, ne? Genau. Oh. Ja, woher kennen wir uns? Von Facebook. Genau. Wir fliegen gleich mit einem Flugzeug. Mit dem Flugzeug hin. Ja, ich fliege und ich nehme dich mit, ne? Genau. Genau. Wenn wir abstürzen sollten, dann richtet meine Mutter aus, dass ich sie liebe. Ja. Meine auch bitte. Und überhaupt allen Menschen, die mich kennen. Und allen Fans natürlich auch. Wir werden auf jeden Fall irgendwas hinterlassen. Und zwar flieg mit mir. Ne? Genau. Genau. Schon haben wir es gedreht? Den ganzen Tag, ne? Ja. Also das fing an irgendwie mit gutem Wetter, dann hatten wir schlechtes Wetter. Wir hatten ganz viele verschiedene Locations, ne? War super. Auf jeden Fall hat echt Spaß gemacht. Ja. Boah, sind wir fertig, oder? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns was haben wir uns verdient? Unsere Flasche Sekt. Unsere Flasche Sekt, genau. Unser Champagner. Champagne. Genau. Ja, also ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die hier dran beteiligt waren, weil wir waren nämlich an ganz vielen Locations und alle, die irgendwie uns unterstützt haben, riesen Dankeschön, natürlich auch an die Fans, ich hoffe, euch gefällt das allen, also es wird echt ein super schönes Video, total vielseitig vor allem, den Song kennt ihr ja schon und danke auch an dich, hat echt Spaß gemacht. Danke auch. Hansi ist wirklich ein total sympathischer Mensch und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten.